Klar, wir müssen arbeiten und das jederzeit. Jetzt arbeitest du auch gerade, denn du lernst mit diesem Video. Wie sieht das Arbeiten aber in Zellen aus? Jaja, faul ist hier auf jeden Fall niemand. Sie selbst. Energie ist das Vermögen, Arbeit zu verrichten. Doch welche Formen von Arbeit werden in Zellen überhaupt verrichtet? Im Wesentlichen kann man drei Arbeitsformen unterscheiden: mechanische Arbeit, chemische Arbeit und Transportarbeit. Ein Beispiel für mechanische Arbeit kennst du aus unserem letzten Video: die Kontraktion von Muskelzellen, die letztendlich zu Bewegung führt. Ein anderes Beispiel sind zelluläre Bewegungen, wie der Schlag von Zilien und Flagellen. Auf diese Weise bewegen sich zum Beispiel Protozoen, also Einzeller, fort. Chemische Arbeit wiederum umfasst die Synthese von komplexen Biomolekülen aus einfacheren Verbindungen. Dazu gehört beispielsweise der Aufbau von Proteinen aus einfachen Aminosäuren. Transportarbeit findet schließlich an der Zellmembran statt, wenn Ionen und andere Stoffe gegen ein Konzentrationsgefälle transportiert werden. Ein wichtiges Beispiel ist die Natrium-Kalium-Pumpe unserer Nervenzellen. All diese Vorgänge sind lebensnotwendig und verbrauchen Energie. Wie du bereits weißt, ist diese vor allem in Form von Zuckern wie Glucose, also Kohlenhydraten, aber auch Fetten gespeichert. Bevor sie jedoch in die zellulären Arbeitsprozesse einfließt, wird sie noch auf andere, einfachere Verbindungen übertragen und hier gespeichert. Die beiden wichtigsten Energiespeicher und Transfermoleküle lernst du in diesem Video kennen: ATP und NAD+. Werfen wir zunächst einen Blick auf ATP, das häufig auch als Energiewährung der Zelle bezeichnet wird. Zu Recht, ATP ist der universelle Energiespeicher aller Zellen, egal ob Einzeller, Pflanze oder Mensch, und liefert die Energie für alle zellulären Arbeitsformen. Pro Sekunde werden im menschlichen Körper ca. 10 Millionen ATP-Moleküle umgesetzt. Doch was ist ATP überhaupt? Betrachten wir zunächst seine Struktur. ATP ist die Abkürzung für Adenosintriphosphat. Es besteht aus der stickstoffhaltigen Base Adenin, dem Zucker Ribose und drei Phosphatgruppen. Da alle Phosphatgruppen negativ geladen sind und sich die benachbarten negativen Ladungen abstoßen, sind die Phosphatbindungen äußerst instabil. Bei der sogenannten Hydrolyse wird die endständige Phosphatgruppe abgespalten und nur noch zwei Phosphatgruppen verbleiben. Aus Adenosintriphosphat wird Adenosindiphosphat, kurz ADP. Bei diesem Prozess wird Energie frei. Hydrolysiert man ATP in einem Reagenzglas, so erwärmt die freigesetzte Energie das umgebende Wasser. Im Körper ist diese Wärmefreisetzung zum Beispiel bei der Thermoregulation wichtig. Ist es draußen kalt, beginnen unsere Muskeln sich zu kontrahieren. Wir zittern. Die Muskelkontraktion erfordert die Hydrolyse von ATP und setzt somit Wärme frei. Wir frieren also weniger. Abgesehen davon ist es aber äußerst ineffizient, ATP nur zur Wärmeproduktion zu verbrauchen. In der Regel wird es für die Formen zellulärer Arbeit genutzt. Die in der Hydrolyse freigesetzte Phosphatgruppe wird auf ein Empfängermolekül übertragen. Es wird dadurch aktiviert und in einen energiereicheren Zustand versetzt. Diesen Vorgang der Energieübertragung nennt man auch Phosphorylierung. Fast alle Formen zellulärer Arbeit werden durch die Aktivierung von Empfängermolekülen durch ATP in Gang gesetzt. So wird beispielsweise bei der Muskelkontraktion eine Phosphatgruppe auf Myosin übertragen. Eine weitere Speicher- und Transferform sind Elektronen. Aus der Chemie wissen wir, dass die Aufnahme von Elektronen Reduktion, die Abgabe von Elektronen Oxidation heißt. Diese beiden Prozesse sind stets miteinander verknüpft, weshalb man auch von Redoxreaktionen spricht. Die Elektronen, die ein Reaktionspartner abgibt, nimmt der andere auf. Auf diese Weise wird zwischen den Reaktionspartnern Energie übertragen.
Der Reaktionspartner, der die Elektronen abgibt, ist der Donator. Derjenige, der die Elektronen aufnimmt, der Akzeptor. Ein wichtiger Elektronenakzeptor in Zellen ist das sogenannte Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, kurz NAD+. Unter Energieaufwand werden ein Proton, also ein Wasserstoffion, und zwei Elektronen auf NAD+ übertragen. Ein zweites Proton geht in Lösung. Es entsteht NADH+H+, das seine Elektronen und die darin gespeicherte Energie wiederum auf andere Moleküle übertragen und diese reduzieren kann. Diese Form der Energieübertragung spielt zum Beispiel bei dem Citratzyklus und der Atmungskette eine wichtige Rolle. Puh, das klang wahnsinnig kompliziert, oder? Aber keine Panik, mehr Energiewissen gibt es in dem Video hier links und natürlich in unserer Playlist, da gehen wir alles Stück für Stück durch. Abonnieren und Daumen hoch freut uns sehr und bis zum nächsten Video. Mach's gut, ciao.